Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time. Im letzten Part wollte ich eigentlich zum Hylia-See, um mit etwas zu beschaffen. Allerdings durfte ich feststellen, dass der See zugefroren, ach, nicht zugefroren ist, sondern dass der See fast leer ist. Nur noch ein kleiner Tümpel ist vorhanden. Und deshalb wollte ich mich jetzt auf den Weg zum Zoras machen, denn ihr seht, hier schneit es. Und hatte im letzten Part jetzt eigentlich das Teil hier geöffnet. Aber es scheint wieder zugegangen zu sein. So, deshalb schön wieder aufmachen hier. Komm, Link. Ja, zeigt mir die Cutscene ein weiteres Mal. Ja. Sehr schön. Und jetzt können wir rein. So. Jetzt werden wir unsere erste Überraschung erleben, denn Zoras Reich ist komplett zugefroren. Ihr seht wirklich nichts mehr an Wasser hier. Ja, es ist wirklich von oben bis unten alles eingefroren. Und ja, dann gehen wir jetzt direkt mal zum Zora-König. Und gucken uns mal an, was mit dem los ist. So. Sehr gut. Gut. So. Oh, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Ja. Wir gehen jetzt schnell mal eben nach da oben und gucken, was los ist. Ja, was willst du, Navi? Spürst du es? Ja, ein kalter Wind. Ja, ja, wissen wir. Wir sind schon hier. Ja. Ihr seht, der Zora-König ist tatsächlich eingefroren. Ja, und zwar müssen wir jetzt, um das dann zu beheben, müssen wir uns hier wieder umschauen. Hier waren wir ja früher als Kind schon mal. An der Quelle. Allerdings gibt es hier keinen Lord Yabu Yabu mehr. Wo der hin ist, ich habe keine Ahnung. Vielleicht gestorben oder irgendwas. So, denn jetzt müssen wir in diese Höhle da. Riesengroß. Da müssen wir jetzt rein. Und müssen dazu über diese traumhaften Eisschollen dafür wandern. So. Und da vorne ist noch ein Herzteil. Das will ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Nein! Nein! Link! Nö. Ja, und da kann man sich natürlich nicht dran hochziehen. Nö, dann warte ich jetzt hier erstmal. Bevor ich jetzt wieder im Wasser hänge. Jetzt! Zack. Yay. Nur noch ein Herzteil brauchen wir. Wow. Halt, halt, halt. Ein Herzteil und dann haben wir einen neuen Container zusammen. Unglaublich, dann haben wir echt schon 12 Herzen. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig viel. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Ne, das war klar. Vielleicht komme ich hier drauf. Komm. Nein, das geht natürlich auch nicht. Ja, wieder komplett nach hinten schwimmen. So, dann... Boah, der war knapp. Der war richtig knapp. Ja, jetzt haben wir's. So, sehr schön. Ja, das ist jetzt... Hier kommt jetzt so ein... Ja, so ein kleiner Mini-Dungeon, würde ich ihn nennen. Denn wir sind jetzt in der Eishöhle. Wie gesagt, kleiner Mini-Dungeon. Auch nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Wow. Und mit einer ständigen Gefahr von oben, weil hier die Hälfte aller Stängel hier von oben fallen runter. Nein. Ja. Okay. Tot und trotzdem gefroren. So, jetzt müssen wir da lang. Ne, von da sind wir gekommen, oder? Ne, wir müssen da lang. Genau. Stopp. Boah, verdammt. Ich dachte noch, ich schaff's. Sehr gut. Okay. So. Aha.
Ihr seht schon, hier ist Eis. Oh! Ach du Scheiße. Ah, der war drauf. Der hat besessen. Aber richtig. So, wo ist jetzt nochmal der letzte? Der ist nämlich da. Na, der vorletzte wohl eher. Hepp. So, dann holen wir uns jetzt mal kurz die Skulptur von hier. Ja, war klar, dass das nichts wird. Sehr gut. Das ist jetzt die Nummer 35. Ne, 36 schon. Gut, gut. Ja. Gut, da oben ist jetzt das letzte Steinchen. Nö, so. Jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal fett geschnetzelt, ja, hier. Schön, wenn so eine Cutscene immer dann anfängt, wenn man gerade an so einem Sägeteil steht, ne? Das war auch jedenfalls noch nicht das letzte von diesen Sägeblättern im Spiel. Da kommen auch noch einige weitere. Dauert allerdings noch eine kleine Dauer, Weile. Eine kleine Dauer, klingt richtig gut. So, was haben wir denn hier? Yeah. Ha, nicht mit mir, Bitch. Stirb, Watz weg. Du Horb. Ja, vielen Dank für die Pfeile. Boah, und der kriegt jetzt erstmal fett einen drauf hier. Watz tot. Sehr schön. So, und davon nehmen wir uns jetzt... Ja, nehmen wir uns mal 3 Stück von mit. Wie gesagt, die Fee muss ich loswerden. Aber es ist jetzt auch nicht so tragisch. So, komm, raus. Yay! Ja. Das ist blaues Feuer. Es wirkt übernatürlich, aber vielleicht kannst du es ja für irgendetwas gebrauchen. Das ist blauer. Blaues Feuer. Es ist, ja, es ist blau. You don't say. Ja, blaues Feuer. Eine kalte Flamme. Ja, nehmen wir noch 2 weitere mit. Was steht das nochmal? Kalte Flamme. Benutze sie links, unten, rechts. Ja, toll. Nichts Neues. Sehr gut. Und jetzt müssen wir das Viech hier mal eben kurz... Ratz, Schlitz, stirb. So. Gut, denn jetzt können wir uns etwas Nutzloses holen. Karte, glaube ich. Karte oder Kompass. Karte wohl eher. Ja. Ja, es kann nur die Karte sein eigentlich. Kompass? Gibt es hier einen Kompass? Ja, ich glaube schon. Bekommen wir aber... Den bekommt man aber definitiv nicht vor der Karte. So. Dann gucken wir jetzt mal hier, dass wir uns noch ein weiteres nochmal mitnehmen. Weil hier sollte man wirklich darauf achten, dass man besser zu viel blaues Feuer dabei hat als zu wenig. Weil davon brauchen wir... später noch eine Menge und... Nein! Verdammt, warum verfolgt die mich so weit? Ja, hau ab. Dämliches Kackviech. So. Und warum ist der denn wieder hier? Ja! Erstmal von oben zerstochen werden oder... Flink. Nee! Nein! Ja, geschafft. Boah. Schande nochmal. So, jetzt... Müssen wir uns für eine der beiden Seiten hier entscheiden. Ich vergesse jedes Mal, welche die richtige ist. Weil die eine führt uns im Tempel weiter. Und die andere nicht. Die führt uns... Wohin führt die uns eigentlich? Egal, finden wir... Aua, finden wir raus. Ach ja, die führt uns... genau. Ja, ich glaube, ich weiß wohin. Ja, das... Doch, das Herz holen wir uns. So. So, und ich werde auf jeden Fall in diesem Part den kompletten Tempel, die komplette Höhle machen. Deshalb kann es theoretisch sein, dass ich etwas überziehen werde. Aber das ist mir egal. Ich habe auf jeden Fall vor, den kompletten Tempel hier zu machen. Also, ob überzogen oder nicht, das ist dann auch nicht so schlimm. Wäre jetzt auch ein bisschen blöd, das Ding hier kurz vor Schluss zu... schneiden. Aber wir finden ein neues Herzteil. Yay. Und haben einen neuen Container. 12 Herzen. Ich würde sagen,
Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wow, der war knapp. Und wir finden hier noch eine Skulptur. Nein. Ach, Link. Link, was tust du denn? So, zack. So, da finden wir jetzt nämlich den Kompass drin. Ja. Oh, Mann. Alt. Ja, dann halt nicht. So, jetzt nehmen wir uns hier nämlich erstmal wieder schön viel blaues Feuer mit. Moment. Packen wir hier nochmal eben. Nein, nein. So, ja, genau. Zack. Ja, Link, halt's nicht immer so in die Luft. Das macht's auch nicht seriöser. So, jetzt. Sehr gut. Ja, komm her. Herzen, stirb. Oh, drei Herzen, drei Herzen. So, ich brauche nur ein halbes, aber ich hole mir trotzdem zwei. Sehr schön. Dann können wir jetzt den richtigen Eingang hier benutzen. Ja, cool. Link wurde erwischt und hat keinen Schaden bekommen. So. Okay. Ach du Scheiße. Ja, ihr seht schon, das wird hier wirklich ein richtiger Spaß. Und sobald man das Teil schiebt, halten die Fledermäuse an. Stirb, stirb. Du auch? Komm. Komm doch her. Gut. Ja, dann hole ich mal eben die Skulptula. Weil da liegen lassen will ich sie auch nicht. Wir sind bald bei unseren 50 Skulptulas angekommen, wenn es so weitergeht. Okay, so. Aber ich werde auf jeden Fall alle Skulpturas doch sammeln, denke ich. Falls ihr das wollt, könnt ihr bitte in die Kommentare schreiben. Ich richte mich da, wie ich schon mal gesagt habe, ganz nach euch. So, wo müssen wir jetzt hin? Dahin, hoffe ich mal. Ja. Komm, Link, auf. Link, du bist der Held des Spiels. Tu was. Yeah, wie kommt man da eigentlich hin? So? Nö. Wie? Ich habe die Dinger noch nie bekommen, glaube ich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man da dran kommen soll. Okay, jetzt brauchen wir noch den und den. Aber erstmal noch mal das Mistvieh hier weg. Damit komme ich damit dahin. Ja, ich kann es mal ausprobieren. So. Nee, damit komme ich da nicht nie im Leben. Doch, damit komme ich doch dahin. Ja, echt doch. Klappt wirklich. Hammer. Ich hätte gedacht, der rutscht dran vorbei. So, komm, Link. Drauf da. Yay. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte. Könnten wir uns mal versuchen, so zu holen. Ja, probieren kann man es ja. Sonst schieben wir das Ding gleich einfach hier irgendwo in den Abgrund. Ja doch, da kommen wir hin. Kein Problem. Oder? Doch. Ja, komm, passt. Ja. Braucht man sich den zusätzlichen Aufwand da jetzt nicht zu machen. So. Zack, und den letzten haben wir auch. Jetzt haben wir das Tor geöffnet. Wir müssen das Eisding da erstmal irgendwie dahin bewegen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich noch? Von den blauen Flammen. Zwei Stück, oder? Zwei Stück reichen, ja. Doch, die reichen auf jeden Fall. Jetzt mal kurz gucken, wo ich damit hin muss. Ja, ich hab's, glaube ich. So. Nein, der war falsch. Wollte ich eigentlich anders schieben? Ja, komm, weg damit. So. Jetzt aber. Nein, nicht drauf, Link. So. Und zwar dahin. Dahin. Oder? Dahin. Dann müsste der... Nein! Nein! Ja. Der war jetzt bitter verkackt. So. Jetzt aber nochmal in einem Rutsch hier und dann dieses Mal auch erfolgreich, hoffe ich.
Ja. So, jetzt dahin. Jetzt können wir den hier wieder runterschieben. So. Theoretisch ja noch nicht, ne? Ich würde auch sagen, dann machen wir das auch mal so richtig, so wie es gemacht werden soll. So, glaube ich dann, oder? Oder? Oder nicht? Ach, keine Ahnung. Dann schiebe ich das Ding jetzt so, wie ich es brauche. Dann funktioniert das auch so. Zack, hier. So. Das reicht schon aus. Dahin müssen wir nicht schieben. Das geht auch ohne. Ja, so. Zack. So. Puh. Ja. Erstmal. Nö. Ach, komm. Stopp, stopp, stopp. Schwein gehabt. So, jetzt hoffe ich, dass ich... Ne, ich habe ja noch. Dass ich jetzt zwei von mit einem bekomme. Weil wenn jetzt der mittlere nur weggeht, dann wäre das wirklich bitter. Aber es sollte eigentlich... Ja. Es sollte eigentlich passen. Zack. Und was wartet hier auf uns? Oh, ein riesiger weißer Wolf. Aber ihr erinnert euch an die Wölfe im Waldtempel. Was? Ein Schlag in den Rücken und die Viecher sind K.O. Das erleichtert es dann doch ziemlich, ne? Man könnte sich jetzt auch die Mühe machen und den die ganze Zeit ganz normal schlagen, wenn er gerade am Zuschlagen ist. Aber egal, wir holen uns jetzt nach kurzem Kampf dieses Teil. Und hier klingelt gerade das Telefon. Nö. Nö. Wir finden die Eisenstiefel. Zu schwer, um zu rennen. Zu schwer, um zu schwimmen. Huh, wer ist da? Chic, yay. Oh, das Telefon soll aufhören. Sei gegrüßt, Link. Sei gegrüßt, Link. Oder so. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Yay, unser nächstes Ziel. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber diesen Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du den Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten, dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Ja, und das ist meiner Meinung nach die geilste Melodie im ganzen Spiel. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in ewig, wie das... Verdammt. Zu königlichem Streben reicht des Kindes Mut, ich bin kein Kind. Junger Liebe, Knospen erblühen, groß und stark, des Wassers Kraft allein dies schafft. Höh, lausche der Serenade des Wassers, trage sie in deinem Herzen. Okay. Sehr lyrische Anwandlungen, so spontan. Ja. Dum, 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 dum. Okay, das kriegen wir hin. Ja. Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Yeah, damit können wir uns jetzt zum Tempel porten. Sehr schön. Link, wir werden uns wiedersehen. Ja. Und ptsch, statt Chic einfach durch die Tür einen Meter hinter seinem Rücken rausgeht. Nein. Man muss natürlich badass-mäßig hier abhauen. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier in diesem Raum erstmal Schluss. Und wir werden im nächsten Part den Zora-König retten und uns den nächsten Tempel anschauen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao!